Herzlich willkommen bei Folge irgendwas. Ich weiß es nicht. Na, jedenfalls sind wir gerade derbe am Abkacken. Bin ich gerade derbe am Abkacken? Ihr habt ja gerade erst eingeschaltet und freut euch drüber. Vielleicht ein bisschen von gestern so noch heute eingeschaltet, ein bisschen Schadenfreude heucheln. Wir haben gerade an der Aktienbörse $52.000 in die Nassen gesetzt, beziehungsweise haben wir $88.000 in die Nassen gesetzt und haben $52.000 Verlust. Ich zeige euch das hier nochmal schnell. 52.920 sogar. Unser Aktienkurs ist aufgrund, dass wir den Geschäftsführer umgebracht haben, so wie Lester uns das gesagt hat und auch gesagt hat, wir sollen die Aktien nicht kaufen, was wir natürlich trotzdem getan haben, weil ich dachte, ich bin super klug. Ja, haben wir einfach unschlagbare 59,49% Verlust gefahren. Und ich weiß die Zahl so genau, weil ich ja gerade 1000 Mal geguckt habe. Ob sich da irgendwas ändert und gucke auf die Karte und denke so, scheiße. Und naja, machst du halt erstmal Barry. Der hat gerade irgendeinen Rauchstreik angezettelt und ist vorm Rathaus und will Gras legalisieren. Und dann machst du wenigstens das, wenn du schon keine Kohle hast, dann wenigstens legales Gras. Die Folge ist immer noch nachsynchronisiert. Weil, ja, wie gesagt, die Tonspur abgeschissen ist und ihr habt das ja alles schon so mitgekriegt, jetzt über die letzten paar Folgen, ist jetzt dann auch die letzte Folge mit Nachsynchronisation, hoffe ich. Es sei denn, die nächste Tonspur scheißt wieder ab, dann müssen wir wieder so, aber ich find's gar nicht schlecht, so ein bisschen hinterher zu synchronisieren. Kann man ein bisschen mehr erzählen, ich hoffe, es ist nicht zu nervig, lass am Schritt. Nein. The smoking. I'm at City Hall. I'm the only fool here. Yeah. Oh shit. Yeah, I'll be right there. I didn't forget I was busy. Yeah, busy, that's it. Fight the power. This motherfucker. Barry hat's einfach vergessen. Und this fucking fool don't even know what year it is. Mir gefällt es ein bisschen hinterher zu quatschen, aber ich quatsche halt dann relativ viel, denke ich. Weil ich vom Spiel nicht abgelenkt bin. Ist vielleicht ein bisschen mehr der rote Faden drin. Aber es muss den Leuten halt da gefallen. Also schreibt euch mal rein. Besser, schlechter. Wenn es besser ist, habe ich durch den doppelten Zeitaufwand, weil ich es ja nochmal angucken muss und dann synchronisieren. Kann aber auch über den Tag mal aufnehmen. Das ist die andere Seite. Ne? Sonst nehme ich ja mal abends oder nachts auf. So könnte ich halt über den Tag die Aufnahmen einfach machen. Normal die Gameplay-Aufnahmen und dann abends drüber quatschen. Wäre auch nicht so das Problem. Schreibt am besten mal rein, was euch besser gefällt. Machen wir mal so ein kleines Experiment. Am Ende guckt es wieder keine Sau und macht keinen Kommentar. Weil es keiner guckt, ist kein Kommentar drunter und dann freue ich mich wieder. Ja. Wie oft solltet ihr schon reinschreiben, was für ein scheiß Spiel ich mal spielen soll? Und keiner schreibt was rein. Und dann schreibst du, machst halt Dead Rising 3. Und dann freuen sich ein paar Leute und sagen, hey, geile Abwechslung. Und du denkst, ja. Aber trotzdem. Nehmt euch doch einfach kurz die Zeit. You're an asshole, driver. Ihr habt praktisch die Auswahl, egal welches Spiel, auf Xbox 360, PS3 und Xbox One. Und PC. Wenn es für die eines von denen rauskommt und ich komme irgendwie relativ günstig dran. Also. Das ist halt vielleicht ein 70-Euro-Titel, aber irgendwas, was halt relativ schaffbar ist. What the fuck you talking about? You ruined the fucking shot. It's a fucking reality show and you ruined it, homie. Homie's got you them photos. Poppy Mitchell, the English Princess, the others. Oh, right, man, you know? Don't even remember, right? The whole thing is like... But what about my money? We're shooting a show here trying to work. Hello? Let's just, you know, have somebody call my agent or something. Man, fuck you. Whatever. Back to one. Please, we're shooting something. Und hat uns gerade Barry angeschissen. Und sagt, wir kriegen keine Kohle und wer bist denn du? Obwohl er von uns die ganzen Fotos hat, mit denen er jetzt seine scheiß Reality-Show drehen kann. Awesome. I can't believe the effort I used to go to for celebrity shots. If I'd known I could just get my agent to call their agent and stage it all, my life would have been so much easier. Yeah, well, welcome to the big leagues, my friend. Let's go. One way or another, motherfucker, I'm getting. Und das halte ich davon.
und denk so, ah, 700 und $200 ist ja immerhin ein bisschen was. Bis ich sehe, dass da noch mehr Geldbündel rumliegen. Und geh nochmal zurück. Und hol mir noch ein bisschen was. Das war wenigstens ein kleiner Trost nach dieser ganzen Aktiengeschichte. Und jetzt weiß ich gar nicht, was noch so passiert. Ich glaube nochmal viel. Ich bin ein bisschen angepisst und düst so ein bisschen rum. Jetzt wird schon schnell gespeichert. Ich speichere über den älteren Speicherstand. Guck nochmal ins Internet. Finanzen und Dienste. BAWSAQ. Die liegen in Lives Up and Downs. Wir sind gerade im Down. Und es hat sich noch nichts verändert. Und ich kotze nochmal kurz. Im Strahl durch den Bildschirm. Fahr los. Wo fahr ich gerade hin? Was habe ich vor? Anscheinend nichts mehr. Ich glaube, das war's. Hier ist die Aufnahme beendet und hier beende ich auch dann die Aufnahme von dem Ton, ist ja klar. Gibt nichts mehr noch zu synchronisieren. Der Typ fährt seine Konsole runter. Und schwarz. Hier bedanke ich mich fürs Angucken und wir sehen uns dann nächstes Mal wieder mit Live-Kommentar. Live. Also direkt eingespielten Kommentar. Und ja. Was? Nach dem Update geht's an meinem Speicherpunkt weiter? Das ist ja mal was Neues. Warte. Ja, es ist zwar. Das ist zwar nach der ersten Aufnahme, also direkt in der ersten Aufnahme beim Laden abgeschmiert. Wir sind jetzt in der zweiten, also im zweiten Versuch. Aber es ist immerhin, naja. Nicht total schief gelaufen. Machen wir direkt die Michael-Mission. Mal kurz die Lautstärke noch anpassen. Moment. So ist vielleicht nicht schlecht. Mhm. Ach, guck mal, bei Michael zu Hause. Das ist ja mal interessant. Ja. B war also Kameraperspektive wechseln, das ist gut zu wissen. Ach, das ist Waffe wechseln. Ey Leute, ich bin so geschädigt von dem scheiß Dead Rising 3 und dem Need for Speed und dem Forza und allem, dass ich immer weiß, wie ich aus dem Auto rauskomme. Eine Scheiße. Leichte Turbulenzen. Where you at, man? Your house is empty. I had to kind of lay low for a while. Yeah, that nice Mexican we met. Me and T did that job for him, and we fell out. You gotta be joking. I wish I was. So where you at now? Desert, out by Alamo Sea. All right, well, I'll hit you if I find anything. Absolutely. Hey. Trevor's got his wife. Trevor's got a wife? No, the Mexican's wife. What? What to say about that one? Nothing. Nothing to say about that. Run! Run! I'm back! Coming, Trevor! Now bring me my coffee. I'm gonna cut your arm off. Absolutely! Who the hell's that? Your maid? Oh, business partner. Good guy. Very loyal. Ron, that is Michael. And this is Patricia. Listen, beautiful, you know, I'm sorry about everything that's happened, and that, you know, I can't guarantee no harm's gonna come to you. I might have to chop you up into little pieces before spraying your pulp mess down the drain, but I really hope it doesn't come to that. I appreciate your honesty. You are a good man. I can see that. You need your eyes examined, then. Ron, you miss me? Yeah, Trevor, a bit, I mean. How's the fucking business? I tried. You
If you're gonna give me a sob story, I'm gonna rip your fucking throat out and shove a turd down the hole. It's not a sob story. It's just not quite come good yet. But I heard about something to do with Meriwether. Those assholes. Big cache of weapons they got coming in. So I thought you might want to requisition it. Fantastic. Let's go. I'm in. Whoa, no, not you. Sit down. You're a wanted man. Stay low. Now watch her, okay? She's a good lady. Let's go, Ron. Good to meet you, Michael. Fucking come on, let's go. The weapons are coming in by air. We've got a plane over to the airstrip, but... Right, let's go! Also, wir beginnen als Franklin die Mission, wechseln zu Michael und spielen sie dann mit Trevor. Schön. What are you gonna do? We're not gonna take... Got a private army on the ground, Ron. We gotta meet him in the air. Okay. Well, I knew that you were pissed after the Meriwether heist, giving back the hardware. That was bullshit. Right. So I've been monitoring chatter, tapping into Meriwether networks. Feels good to be back in the company of a professional. I gotta say. Now, I was expecting something a little more impressive. Ach, scheiße. The late, great Michael Townley. Not so late and not so great, right? And no longer called Townley. The years have not been terribly kind. What's the end game, man? We had a good thing going without him. If it's such a good thing, where's my money, huh? Where's my consultancy and my big fat dividend? I want a franchise network, Ron. I want reward cards and... merchandise! I want to make gun violence and drug dependency accessible to every man and beast from Hove Beach to Vespucci! I want country clubs, and a depressed wife with blonde hair, and a hot little secretary! Das sind ganz schön viele Forderungen. Auf ins Flugzeug. That's the best we can do? Call our guys south of the border! Tell them there's a fire sale! I'll get you on the CB! Flieg zum Frachtflugzeug. Na, mal sehen, ob ich das noch kann. Uah. Heb ab, du Schüssel. Mit Vorwerk einklappen ist nicht viel. Frühflugzeug halt. The Meriwether plane is in a holding pattern to the west. Try and keep under the radar. Air traffic's being monitored from the military base. So niedrig wie möglich. Ja. So hier oder was? Das Ding fliegt sich ganz schön asozial. Nein. Oha. Ich denke, ganz so niedrig ist nicht nötig. Cargo planes on my 12. Oh, ich sehe ne. Das sieht gut aus. Ah, okay, ich verfolge das Frachtflugzeug, bleibe aber dicht am Boden. Didn't I say we had to take him in the air if we're to have any kind of shot at this? I thought I said that. Wisst ihr noch, wenn wir am Anfang unter den Brücken durchgeballert sind hier? Also wie ich es versucht habe, unter den Brücken durchzufliegen. Das war dieselbe Strecke, oder? Auch in die Richtung. Genau. Ich weiß zwar nicht, wo genau. Ach, hier rechts wahrscheinlich ist der Militärstützpunkt. Die haben uns vorne auf dem Radar, hören uns aber, dass wir hier langfliegen. Scheißegal. Das interessiert sie nicht. Wir fliegen hier schön außen rum. Das Ding macht einfach Faxen, ey. Das ist unfassbar. This is something I'm acutely aware of. Divert!
Mark! You can't go over the fort, Trevor! Es war doch bloß ganz kurz. Und das hier ist das jetzt auch noch? Nee, ne? Das ist jetzt bergrechts, kein Stützpunkt mehr. Ist auf der Karte anders farblich abgehoben ist, aber ich glaube, das liegt am Berg. Und das links Strand ist. You know, Ronald! Ronald! You there? You're too high! Drop down before they... Was? So schnell? Da kam gar nichts geflogen. Ich bin einfach explodiert, oder? Kam da was geflogen? Okay, dann nehmen wir eben den Wasserweg und den Weg, der sich da Straße nennt. Das war ja gemein. Ich konnte ja gar nicht so richtig nach unten, weil ja die Brücke unter mir war. I can be myself out here, bullying, reckless, totally selfish. Do the things that make me me. Like kidnapping the wife of a powerful Mexican gangster and flying a crop duster toward a jumbo jet loaded with mercenaries. You got to defend, man. Military will be all over you. You got bad information, brother. I'm fine. Achtung! Puh! Wir haben extra mal ein paar Bäume beschnitten. So wie Captain Baloo im Intro von, hier. Captain Baloo. Ey, das Ding macht einfach Faxen, das ist fast aufgesetzt jetzt. Wegen irgendeinem Kack. Entweder geht's zu viel Wind. Oscar, the Mexicans, this deal on. I'll let them know it's in the works. The works? I'm not risking life and limb for a shimminate soul. Are you sure? It's just Oscar don't like getting messed with. Do the deal. The guns are good as ours. Okay. Ja. Also irgendwie ist es unspannend im Moment. Was war das denn? Irgendwas hat links geknarzt und geknackt.